Der Glaube an euch Passagiere ist vielen Check-in-Mitarbeitern, aber auch Bordpersonal abhandengekommen. Einige Hinweise, wie sich Kolleginnen und Kollegen als Passagiere benommen haben. Ich bin schockiert. Lufthansa und der Fünf-Sterne-Zirkus um Skytrax immer noch. Viele Leute schreiben mich an. Eigentlich kann es der Lufthansa hinten runtergehen, was da Phase ist. Eurowings will weiter, oder andersrum, Finnair will weiter mit Eurowings fliegen. Es fliegen ja auch kleinere Maschinen als die 350er. Dann Bier ist alle, hätte ich fast gesagt, gibt kein Bier auf Hawaii. Zumindest auf Rückflügen der Lufthansa aus den USA gibt es das gute Becks-Bier nicht. Für einige ein Verlust. Scandinavian Airlines hat einen Streik im Haus ab Mittwoch. Dann KLM kriegt da etwas zwischen die Beine geschmissen von der eigenen Regierung, genauso wie der Flughafen Schiphol. Es gibt von Finnair noch eine gute Nachricht, es gibt einen Statusmatch und dann last but not least sind die Lufthansa-Probleme hausgemacht. Ja. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. In der heutigen Folge bleibt es euch wie immer nicht erspart, den freudigen Subscribe-Button zu drücken, aber auch den Notification-Button und unten zu kommentieren und uns ein Like dazulassen. Danke, dass ihr das tut. Ich mache hier mal gerade den Ton ausmachen tun. So, weiter geht's. Hab heute noch ein paar Calls, insofern. Deshalb die Erinnerung. Ja, nichtsdestotrotz, bei der Lufthansa gehen die Wellen hoch und da geht es halt darum, auch wenn die Probleme vielleicht hausgemacht sind, warum kann es der Lufthansa erstmal Wumpe sein, ob der fünfte Stern kommt? Also erstmal, das, was ich aus euren Munden gehört habe, ist, dass bei der Lufthansa eh keiner die Skywards-Sterne in irgendeiner Art und Weise als Credibility herangezogen hat und gesagt hat, ich habe Flug gebucht, weil die fünf Sterne haben. Im Gegenteil, man hat sich da einfach, ja, wie soll ich sagen, lustig drüber gemacht. Die Lufthansa selber hat es zwar marketingmäßig ausgeschlachtet, hat das auch da mit dem Star-Hansa-Flugzeug gefeiert, hat auch die Buttons gehabt, fünf Sterne und weiß der Geier, was da alles gemacht worden sind. Aber irgendwie hört man aus Frankfurt nicht wirklich was. Irgendwie habe ich das Gefühl, das geht den hinten Achtern vorbei, wie man so schön sagt. Und warum? Ganz einfach, weil das Bewertungssystem ist natürlich intransparent und somit halt auch für Firmenkunden nicht von Belang. Firmenkunde ist wichtiger, habe ich eine Senatorkarte, habe ich eine Hornzirkelkarte oder was auch immer. Und als man 2017 den Status bekommen hat, so lange ist es schon her, das ist eigentlich dann nur so eine Marketinggeschichte gewesen. Und als man bei Skytrax das Ganze sich nochmal angeguckt hat, haben die Leute ja immer wieder betont, dass das kein Titel ist, den man jetzt als wichtig erachten kann, weil er einfach keine Credibility hat. Und wenn man das jetzt machen müsste, ist man ganz einfach so, dass die Bewerter natürlich den Kniff da gemacht haben, dass man gesagt hat, ja, die neue C sei ein wesentlicher Faktor für den fünften Stern, bla bla bla, aber der ist ja nie gekommen. Und man hat bei Travel Deals über die Rückstufung als erstes berichtet. Danach kostet es Lufthansa Service-Defizite in der Langstrecke-Economy und ein Downgrade der Premium-Economy und Langstrecken-Business-Class den fünften Stern in der Gesamtschau. Nur die First-Class verteidigte den fünften Stern. Ja, was soll man dazu sagen? Heutzutage sind halt wirklich Klimabilanzen wichtiger, auch in der Lufthansa-Marketing-Abteilung. Deshalb gibt es halt diese ESG-Kriterien, aber wesentlich mehr Gewicht zu kriegen. Man sieht ja auch, man hat diesen Clean Tech Flyer, das heißt also einen 350er, den man nochmal als hübsch in weiß gemacht hat und damit ist halt der übergroße 5 Star Hansa Aufkleber an der 747-8 schon lange abgeperlt, hat sich auch keiner mehr dran genommen. Also insofern, was sagt ihr dazu? Ist das bei Lufthansa so oder ist das immer noch uninteressant für euch? Und lustigerweise, konkreterweise hat man das bei Lufthansa auch als uninteressant gesehen, außer ein Kommentar, den ich bei Lufthansa intern gehört habe. Wir kriegen die Sterne, die 5, bald wieder.
bisschen Gelächter gab es ja dann auch wieder. War spannend, was da dann passiert, ob Lufthansa das als Prio sieht. Jetzt lass uns mal über die Probleme bei Lufthansa sprechen. Die Lufthansa-Probleme bei der Eurowings, bei der Lufthansa, bei der Austrian sind halt gerade bei dem Ferienstart in NRW evident. Auch heute wieder bei der Austrian Flüge ausgefallen, am Wochenende bei der Lufthansa Flüge ausgefallen, so auch nach Nordamerika Flüge ausgefallen. Mario ist darüber nicht happy, dass gerade Philadelphia ausgefallen ist. Dann das nächste ist einfach, dass man wirklich Samstag und Sonntag 16 Verbindungen ohne Vorankündigung gecancelt hat. So. Und damit hat sich das Ganze am Freitag ja quasi zwar nicht angekündigt, aber es war absehbar. Warum? Ganz einfach. Man hat es mit Personalproblemen begründet bei den Bediensteten und bei der Crew. Aber die Probleme sind halt jetzt nicht wirklich so, dass das niemand gesagt hätte. Und ihr werdet gleich wissen, warum. Weil ich habe aus der Lufthansa, es gibt so eine Lufthansa-Insider-Gruppe, wo die Kabinencrew und so weiter sich austauschen. Da habe ich Sachen zugespielt bekommen, die halt in meinen Augen auf keine Kuhhaut gehen. Und wenn man sich das anguckt, ist die Lufthansa natürlich mit Milliardenkrediten vom Staat gerettet worden. Die Kredite sind mittlerweile zurückgezahlt und mit diesem Geld wurden auch mehrere tausend Flugbegleiter abgefunden. Und es gab goldene Handschläge. Des Weiteren muss man halt der ehrlicherweise dann auch sagen, hey, diese Welle von Leuten, die ausscheiden, bei der Bundeswehr heißt das Ausscheider, ist es halt einfach so, dass auch die Flugbegleiter, wo die Lizenzen nicht mehr valid waren, also das heißt, man hätte ein neues Training haben müssen, sind nicht neu geschult worden. Und dann wurde unter Protest der Gewerkschaft und Mitarbeiter Germanwings abgewickelt. Die sind ja in dieser komischen Cityline 2 aufgegangen, wo nur die Hälfte der Leute drin ist. Germanwings ist also hauptsächlich für Eurowings geflogen und diese Kapazitäten fehlen. Kommen wir gleich zu bei Finnair. Also ihr merkt, es geht alles wie so Zahnräder ineinander. Und damit hat man halt das Problem, dass man halt keine Kapazitäten, keine irgendwie in irgendeiner Art und Weise Backups hat. Die Flugbegleiter sind natürlich jetzt erschöpft, dadurch haben sie auch hohe Krankheitsquoten, weil natürlich dadurch, dass die Flugpläne nicht stabil sind, weiß man gar nicht, wo man abends ist, man hat keine Freunde mehr, dass man sowieso schon schwer hat, mit Freundschaften zu fliegen, weil man in der Weltgeschichte rumfliegen kann. Aber wenn man schon ein bisschen plant, das kann und geht gar nicht. Und jetzt kommt etwas, was in meinen Augen nicht geht. Und zwar habe ich heute mit mehreren Leuten gesprochen und da habe ich zum Beispiel auch einige Sachen zugespielt bekommen. Und das fand ich in meinen Augen durchaus bemerkenswert. Und zwar, wenn wir uns das mal angucken. Die Bodenleute haben 150 Euro Gutschein bekommen, damit sie weiterarbeiten. Jetzt lese ich euch mal vor. 150 Euro Ringeltauben Gutschein am Boden ist nicht nur landunter, wir sind schon in Middle Earth angekommen. Krankenrate hat die 40%-Marke geknackt, es geht jedem praktisch nichts mehr. Seit Ostern jeden Tag Überstunden, nicht bezahlt. Wir kriechen schon lange auf dem Zahnfleisch, dass uns wegen nicht vorhanden sein, die Zähne ausgehen. Manchen Nächten kann nur unter Polizeischutz, Bundespolizei, der Schalter verlassen werden. Die Aggressivität der Fluggäste ist ungeheuerlich. Vorgestern Nacht kam es unter anderem zu einer Massenschlägerei vor unseren Schaltern. Kollegen wurden körperlich attackiert. Ein FM, also ein Flight Manager, wurde kürzlich von einer Dame so schwer im Gesicht verletzt, dass er mit mehreren Stichen genäht werden musste. Also insofern, das ist ein Beitrag. Dann, wenn man sich das Ganze weiter anguckt, dann das nächste, was ich gekriegt habe, ist das Bild hier. Wenn ihr euch das Bild anguckt, ich meine, das sagt doch alles. Ich meine, die Check-in-Automaten sind ja nicht prickelnd, da gebe ich euch recht. Aber da einfach reinzuschlagen, das muss nicht sein. Also für mich sieht das echt aus, als ob da jemand komplett ausgetillt ist. Dann schreibt auch eine Kollegin, die da am Gate steht. Es wurden am Gate schon Monitore ausgehebelt und nach Kollegen geworfen. Die Plexiglasscheiben werden zerschmettert. Auch kürzlich habe ich in der Nacht zweimal den CG rufen müssen. Vorgestern bei der Schlägerei waren die Stationschef und einen Gruppenleiter in der Spätschicht unterwegs, um sich ein Bild zu machen. Zufällig war dann gegen 1 Uhr nachts gerade in den Schaltern so richtig los, ging es sofort alle Lufthansa-Schalter schließen lassen. Ich hoffe, dass sie jetzt endlich merken, was außerhalb ihrer klimatisierten Büroblasen passiert und es nicht alles Gejammer sei. Seid froh, dass ihr alle eure Jobs noch habt, weiter abtun. Es ist bei uns tatsächlich Apokalypse und ich denke nicht, dass sich viele heute wegen der Prämie gemeldet haben. Wenn du 6-7 Tage am Stück hinter dir hast, gehst du nicht freiwillig allen Geld freiwillig an einen freien Tag her.
So, also, das sind nur zwei Beispiele. Ich kann euch noch ein drittes Beispiel geben, aber ich denke, das spricht für sich. Und das ist das, wo wir eine Grenze überschreiten als Passagiere, wenn wir einfach permanent die Leute massakrieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht nicht. Es geht einfach nicht, dass man schlägt. Es geht einfach nicht, dass man den Leuten verbal abusive gegenüber ist. Also es heißt einfach, die tun ihren Job. Und ihr seht daran, dass sie wirklich auf dem Zahnfleisch gehen. Deshalb bitte ich euch einfach da nicht mehr so etwas zu tun. Ganz wichtig. Und versucht es einfach mal mit Bitte und Danke. Und wenn es einfach nicht geht, weil die Gate-Check-In-Zeiten zu sind oder was auch immer, dann ist das halt so. Und da kann der Mitarbeiter auch nichts für, weil es systemseitig dann auch direkt gesperrt wird. Also insofern hier einfach mal euer Verhalten überprüfen und schauen. Deshalb geht es auch direkt weiter, nachdem ihr euer Verhalten auch mal überprüft habt, gehen wir weiter auf das nächste Thema. Und zwar Finnair will mit Eurowings Discover weiter fliegen. Warum? Ganz einfach. Natürlich hat die Finnair Riesenprobleme, weil man im Norden nicht mehr nach Osten kommt. Und Russland ist halt ein Riesenland. Entweder muss man oben rum oder man muss unten rum fliegen, aber es ist halt wesentlich länger. Ich hatte ja erzählt, 4 Stunden mehr zum Beispiel für Seoul. Damit kann man gar nicht mehr die Flüge so gestalten, dass sie in irgendeiner Art und Weise finanziell sich rechnen. Damit ist die Russland-Krise natürlich komplett bei Topi Manner angekommen. Topi Manner ist der CEO von Finnair und ich konnte mit ihm auch persönlich mehrere Male sprechen und er ist natürlich jetzt einfach nicht happy. Aber er sagt, man hat jetzt das Aufkommen von 70% verglichen mit 2019, aber 10% sind davon Wet Lease. Und natürlich betreibt man seit Mai 3 Airbus A350 der Finnair inklusive Besatzung, 2 ab Frankfurt, 1 ab München, vorwiegend auf den USA-Strecken. Es ist auch die alte Bestuhlung, ich weiß. Aber die Kabinenbesatzung gab positive Rückmeldungen. Und natürlich ganz einfach, einige der Kabinenbesatzungen sprechen ja sogar auch Deutsch. Die Abmachung läuft bis Ende Oktober. Man hofft aber, dass man darüber hinaus im Winter noch weiterfliegen kann. Finnair verzeichnet derzeit 80% Load Factors, also das heißt 80% Auslastung der Flüge. In Helsinki ist auch im Terminal beim Umsteigen oder aber beim Check-in kaum Warteschlangen zu rechnen. Er sagt selber keine. Und die Pünktlichkeit lag bei 86%. Aber das Problem ist natürlich, dadurch, dass das Asiengeschäft weggebrochen ist, kann man halt nicht nach Asien fliegen und man versucht das Ganze auf Nordamerika zu verlagern. Deshalb gibt es neue Ziele wie Dallas, Fort Worth oder Seattle oder halt von Stockholm nach Los Angeles, was ich ja selber auch schon geflogen bin. Was auch wichtig ist, ist einfach natürlich, dass man Nordostasien nicht den Rücken zudreht, aber man muss halt einfach aufgrund der längeren Streckenführung zeigen, was da passiert. Aber wenn Hongkong oder Shanghai sich öffnen, dann wird es natürlich vielleicht wieder interessanter, sagt der Finnair-Chef. Und was auch interessant ist, ist natürlich, dass man auch mit kleineren Geräten fliegt bei Finnair als die 350er. Das nur so am Rande. Kein Bier auf Hawaii ist auch so ein Thema. Die deutsche Lufthansa hat Probleme mit Bier, aber auch mit Albisäften. Ich musste eigentlich innerlich lachen. Also erstens, Albi verbinde ich nicht mit Deutschland. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ist für euch ein Albisaft der Saft schlechthin? Ich kenne eigentlich ehrlicherweise Albi nur von der Lufthansa. Zumindest ist mir dann aufgefallen, da ist mir bei den Österreichern dann dieser Rauscher oder wie der heißt, Rauscher, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr. Auf jeden Fall, dieser wäre mir etwas geläufiger gewesen. Aber nichtsdestotrotz auch Beck's Bier. Und das kommt daher, weil die Schiffe, die nach Nordamerika fahren, haben ihre Preise vertausendfacht, heißt es irgendwo. Es gibt da so einen Baltic Index. Baltic ist auch geil, ne? Aber ein Baltic Index. Und dieser Baltic Index sagt halt einfach, dass es teuer geworden ist. Deshalb ist es für die Lufthansa halt auch nicht feasible. Aber jetzt mal unter uns Hausfrauen, wenn wir doch alle so auf Nachhaltigkeit stehen bei der Lufthansa, warum müssen wir denn deutsches Bier saufen, wenn wir auf dem Rückweg sind? Können wir nicht lokale Biere nehmen? Können wir nicht beim Wasser oder sowas auch lokale Sachen sourcen? Das wäre in meinen Augen Umweltschutz. Das Problem ist natürlich, auf Flügen, glaube ich, nach Nordamerika ist das auch so, dass alles, was mitkommt, muss weggeschmissen werden, weil die da sehr starke Regeln haben. Ja, ist komisch, macht für mich auch keinen Sinn. Aber so ist es nun mal.
Also wie gesagt, aus Umweltschutzgründen. Kommentiert unten, schreibt unten, was ihr davon haltet. Sagt ihr, muss es Becksbier, muss es Albi sein oder kann es irgendein anderer Saft sein? Und dann die andere Frage ist natürlich, ist jetzt Becks und Albi die Qualitätsstufe, die wir bei einer 9-4-Sterne-Airline erwarten? Kleiner Scherz. Ja, dann bei SAS kein Scherz, ist, dass die beiden norwegischen Vereinigungen sind es ja, beziehungsweise Gewerkschaften, ist das deutsche Wort dazu, haben SAS informiert, dass 402 Piloten ab dem 29. Juni, das ist der Mittwoch, streiken werden. Vor allem, wenn da keine Einigung kommt. Und da möchte man halt einfach jetzt die Leute informieren. 254 Piloten von der NSF, das ist Norske SAS Flygerforening, ich meine, Norwegisch ist nicht so gut. Und dann gibt es noch die SAS Norge Flygerforening. Für mich ist das jetzt die Worte nur, aber okay. 148 Piloten, also 402 Piloten, die da zusammen sind. In Dänemark und Schweden, da ist nicht dasselbe System. In Norwegen ist es halt so, dass man da auch eine Liste schickt mit Leuten, die streiken werden. Also werden von dem Tag an diese Piloten nicht mehr fliegen. In Dänemark arbeiten 250 Piloten und in Schweden 240 Piloten für Scandinavian Airlines. 900 Piloten sind bei der SAS beschäftigt, aber was soll man dazu tun? In Dänemark und in Schweden hat man natürlich geguckt, dass man einen Lockout macht gegen alle Piloten, die da in den Ländern sind, also auch merkwürdig. Norwegen haben dann halt eine so eine Art Notice bekommen, aber ich weiß auch nicht, was das für ein Quatsch ist. Also Leute, es geht halt darum, dass die Piloten da ganz einfach gucken, dass man einmal die Flugzeuge, die von der Größe her nicht weiter outgesourced werden, dass das andere sind und dann natürlich bei den Forderungen, dass es so ist, dass die mehr Gehalt bekommen. Natürlich, das ist ja wie immer der Fall. Wo auch der Fall gekommen ist, wo man auch etwas irritiert ist, das ist KLM in den Niederlanden, in Schiphol. Und zwar hat KLM gesagt, ja, wir zweifeln so ein bisschen, ob unser Netzwerk halt wirklich weiter so bestehen bleiben kann. Warum? Ganz einfach, weil es vom Kabinett so ein bisschen torpediert wird. Und zwar, weil man Schiphol downsizen möchte. Ihr kennt das von den Autos, da hat man ja die Autos auch downsized. 8-Zylinder, 6-Zylinder, jetzt gibt es mittlerweile 3-Zylinder. Also es ist halt wirklich sehr, sehr merkwürdig. Man möchte jetzt 44.000 Flüge pro Jahr in Schiphol haben. Damit sagt man im Parlament, dass man das Netzwerk erhalten kann mit den Destinationen. Und der Minister Mark Habers spekulierte das dann vor sich hin. Jetzt muss man natürlich überlegen, wenn man jetzt guckt, ob man 500.000 Flüge, das ist im Moment die Decke, also die maximale Menge an Flügen, die passieren kann, ob man damit halt einfach den Umweltschutz und aber auch der, da hustet der Nachbar, wenn man mit den Flügen halt einfach den Lärm und auch die Emissionen reduzieren kann. Und da muss man halt einfach gucken. Aber die Flughäfen, ich meine, Leute, was soll denn das schon wieder? Dann fängt man halt an, da zu kastrieren. Und dann sagt man, die Entscheidung, den Leistert Airport für Passagiere zu öffnen, um da dann andere Mengen zu schaffen, ist auch 2 Jahre zurückgestellt worden. Also insofern finde ich das alles merkwürdig. Man hat mit KLM 170 Destinationen, die man in der Welt gerade anfliegt. Jetzt kommen die Vögel, ja, geil, ne? Also ihr merkt, hier ist was los im Lande. Auf jeden Fall 170 Flüge in weltweit und KLM hatte auch Slots abzugeben. Also ich weiß nicht, ob das die Zukunft ist, dass man damit alles in irgendeiner Art und Weise zugleistern muss und gucken muss. Also man sollte natürlich die Flüge überlegen, welche man macht als Fluggesellschaft, aber ich glaube nicht, dass die Flüge machen, die irgendwie keinen Sinn machen wirtschaftlich. Also insofern nur meine Meinung. Und am Ende wie immer was Hübsches und was Tolles. Und zwar, wenn man einen Status hat bei einer Fluggesellschaft in Deutschland oder in Schweden oder in Frankreich und da steht drauf, that is part of a global airline alliance. Ja,
kann man ein Statusmatch machen zu Finnair Silber und Finnair Gold. Aber das Einzige, was man machen muss, man muss einen Flug von Stockholm-Arlanda machen nach Los Angeles und New York. Bis zum 7. Juli sollte man das kaufen und der Flug muss abfliegen vor dem 31. Oktober. Dann geht es noch ein bisschen mit den Vorteilen, aber lass uns da nochmal drauf gucken. Ich selber bin ja mit dem Flug geflogen, zum Beispiel nach Los Angeles, das wäre die AY3 oder mit der AY4 oder aber mit der AY2930, das wäre Stockholm-Arlanda nach JFK und zurück. Aber was müsst ihr tun, um da den Finnair Silberstatus zu bekommen, der ein One World Ruby ist oder ein One World Sapphire? Da müsst ihr halt wirklich ganz einfach denen eine E-Mail schicken. Ja, so ist das. Und zwar, das geht so. Die Buchungen, die gemacht werden bis zum 7. Juli, sind erlaubt für diesen Statusmatch. Reisezeitraum ist 17. Juni bis 31. Oktober. Der Flug muss von Stockholm-Arlanda losgehen und einer muss Direktflug zwischen Stockholm-Arlanda und Los Angeles sein, beziehungsweise New York. Beide Finnair natürlich. Die Flugnummern hatte ich euch genannt. Dann wichtig ist, dass das Ticket muss einfach nur Economy Light, Economy Classic, Economy Flex, Premium Economy Light, Premium Economy Classic, Premium Flex und so weiter. Im Prinzip fast alle Campaign Fares, die es gibt, und One-Way geht übrigens auch. Was nicht geht, ist, wenn ihr die Punkte auf Meilen kauft. Also insofern. Und dann müsst ihr die E-Mail schicken an Finnair und Finnair gibt euch diesen Status-Match. Ist das nicht lustig? Wer nicht fliegen möchte, aber trotzdem Finnair Gold-Status haben möchte, wendet euch vertrauensvoll an mich. Das war wieder die heutige Folge. Heute haben wir fast wieder 20 Minuten versabbelt. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff mit der Folge heute. Ein bisschen Streik wieder, ein bisschen Lufthansa, 4 Sterne muss ich mir ja merken. 5 Sterne war gestern, also vorgestern sogar schon. Und Finnair Gold Status Match. Also, danke, dass ihr dabei wart. Bis morgen in Alter und Frische. Bis dann. Ciao.